Wenn man sich Agenturberichte anschaut, warum heute vor allem der Nasdaq gefallen ist, dann liest man immer wieder, naja, der Fed-Chef Paul, der war heute doch ziemlich hawkisch bei seiner Anhörung vor dem US-Senat. Naja, man muss halt irgendwelche Begründungen finden für Dinge, die eigentlich eher mit Schwerkraft zu tun haben. Nämlich, es sind die Highflyer heute unter Druck, die in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten über die Maßen gestiegen sind, Fahnenstangencharts ausgebildet haben und irgendwann reißen eben auch solche Siegesserien, zumal wenn die Überbewertungen so evident und so krass sind wie etwa bei Nvidia, dann kannst du irgendwann das ganze Narrativ nicht mehr aufrechterhalten. Aber gucken wir uns die Dinge mal an, was ist eigentlich heute los gewesen? Hier sehen wir so eine Headline von Bloomberg etwa: Stock slip as Paul leans into hawkish message, weil er angeblich eben eine hawkische Message hier heute gegeben hätte. Aber schauen wir uns mal an, heute die Werte vor allem Tesla, jetzt mal im Minus, Nvidia im Minus, Tesla 43% über seinem 50-Tages-Durchschnitt, 122% gestiegen, Nvidia 35% über dem 50-Tages-Durchschnitt, 200% gestiegen und so weiter und so fort. Und irgendwann ist auch eben die letzte Fahnenstange instabil. Wir wollen sehen, wie das weitergeht. Gut möglich, dass morgen da wieder gekauft wird, aber heute war eben auch der Zeitpunkt, da erstmal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, offenkundig für viele Investoren. Und wir sehen ein gemischtes Bild eigentlich bei den Indizes. S&P minus, nicht dramatisch. Dow Jones um die Nullerlinie, Nasdaq deutlicher im Plus, vor allem der Nasdaq 100 deutet darauf hin, da sind ja die Schwergewichte so dominant. Russell auch ein bisschen im Minus, aber nicht nachhaltig. Interest Rate Pause is expected to be temporary, so titelte das Wall Street Journal. Aber wie gesagt, das ist nichts anderes als das, was Jerome Powell gesagt hat. Er hat heute gesagt, ja, die meisten Mitglieder erwarten, dass die Zinsen zum Ende des Jahres höher stehen, hatte er wörtlich auch am letzten Mittwoch bei seiner Pressekonferenz gesagt. Wir sind strongly committed, die Inflation nach unten zu bringen, der Jobmarkt sehr eng, aber ein bisschen Entspannung und so weiter und so fort. Also jetzt nichts wirklich, was irgendwie neu wäre. Und dementsprechend ist das aus meiner Sicht nicht hinreichend zu erklären, dass heute die Aktienmärkte fallen. Aber vielleicht kommt da doch ein Mechanismus zum Tragen. Die Fed versucht, das Erwartungsmanagement zu steuern, nämlich indem man sagt, naja, es ist jederzeit ein Live-Meeting. Hier im Juli, im September, wir können jederzeit die Zinsen anheben, damit die Märkte nicht glauben, na, jetzt sind sie am Ende mit den Zinsanhebungen. Jetzt machen wir nochmal so richtig Party. Und meine These ist, selbst wenn die Inflation zurückkommt, und das könnte durchaus sein, dass wenn wir die Juni-Daten bekommen, dann im Juli von der Inflation in den USA, dass die da durchaus weiter nach unten gegangen ist. Aber die meine Theorie besagt, die Notenbanken werden die Zinsen dennoch oben halten, weil sie wissen, dass sie sozusagen diese Glut oder dieses Feuer wirklich austreten müssen. Und dazu brauchst du dann eben eine längere Phase von Hochzinsen, selbst wenn die Inflation sinkt. Das ist sozusagen die Message der 1970er Jahre, die bei der Fed in der DNA inzwischen ist. Das hat die Fed, das hat Paul immer wieder gesagt. Damals war das ein Fehler, dass man zu früh die Zinsen wieder gesenkt hat. Und selbst wenn also die Inflation sinkt, wird die Fed die Zinsen wahrscheinlich nicht senken. Und so langsam verabschiedet man sich seitens der Märkte von der Vorstellung, dass noch in diesem Jahr die Zinsen sinken. Schauen wir mal die Wahrscheinlichkeiten an. 79,4%, dass die Fed im Juli die Zinsen nochmal anhebt. Dann immerhin 70%. Wahrscheinlichkeit, dass sie genau da stehen noch im 20.09., das ist also September. Fast ausgeglichenes Verhältnis zwischen einer Zinssenkung und einer weiteren Zinsanhebung. Und erst ab dann 31.01. bei der ersten Sitzung der Fed im dann neuen Jahr 2024 sieht man die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Zinsen dann einmal gesenkt sind. Aber auch das eben nicht wirklich sicher. Das heißt, wir haben so eine Art Shift in den Markterwartungen. Und wie gesagt, versetzen Sie sich in die Logik der Notenbanken, die, wie die Fed, sehr geprägt ist von den Erfahrungen der 70er, 80er Jahre. Und so sagt Jim Reed hier auch von der Deutschen Bank, dass eben seit man letztendlich das Fiat Money
ungebunden etwa durch Gelddeckung praktisch laufen lässt. Seitdem war es eben immer eine Wahnsinnsverlockung, Geld zu drucken, neue Schulden zu machen, damit ein Stück weit auch Inflation zu erzeugen. Und wenn man diese Inflation mal averaged, also praktisch den Durchschnitt ermittelt, dann haben wir eben selten eine Inflation unter 2% seit diesem Zeitpunkt Anfang der 70er Jahre. Und wir haben heute aus UK die Inflationsdaten gesehen, wieder mal höher als erwartet. Vierter Monat in Folge. Jetzt sagen viele Brexit, aber so einfach wird es nicht sein. Wir sehen, dass das bedeuten wird, dass es höhere Kosten gibt für eben Konsumenten, Haushalte, Firmen und so weiter. Wir haben ein erhöhtes Risiko für Stagflation, dadurch wahrscheinlich sehr enttäuschendes Wachstum, und das wird einige Herausforderungen bieten für die Politik. Das wird schwer zu managen sein. Aber nochmal zu diesem Notenbankthema: Wenn du jetzt hergehst und demnächst schon die Zinsen senkst, dann geht die ganze Party wieder los, dann geht die Nachfrageerzeugung wieder los, dann ist die Sause wieder da, die jetzt die Notenbanken versuchen, endlich in den Griff zu kriegen. Und das kann man also nicht machen, selbst wenn die Inflation sinkt. Diego Fasnacht nochmal hier zur Inflation in Großbritannien. Er sagt, das ist die gestiegene Geldmenge, die in UK, die besonders stark gestiegen ist in UK, damals zu Corona-Zeiten. Und jetzt nimmt die aber stark ab. Deswegen wird auch die Inflation, so seine These, in Großbritannien dann fallen. Wir sehen ja überall fallende Geldmengen in den USA, in der Eurozone. Deutet darauf hin, dass wirklich die Inflation auch nach unten kommen kann, wenn es eben diesen Zusammenhang gibt zwischen Geldmenge und Inflation. Heiner Flassbeck, mein zweitbester Freund, würde das natürlich bestreiten. Der sieht immer nur Löhne. Dabei folgen die Löhne ja der Inflation und nicht umgekehrt. Die Inflation entsteht nicht, weil die Löhne so stark gestiegen wären. Zumindest nicht diese Inflation, sondern diese Inflation mit Corona ist entstanden, weil eben so viel Liquidität ins System geschüttet wurde, weil gleichzeitig dann Lieferengpässe und so weiter dazu kamen mit Corona. Und damals die Aktienmärkte ja trotz Wirtschaftslockdown in Corona massiv gestiegen. Erst als die Fed begann anzukündigen, die Zinsen werden steigen ab Januar 2022, da ging es nach unten. Jetzt geht es wieder nach oben, weil man denkt, die Zinsen werden schon fallen. Und jetzt kippen ehemalige Bären wie Savita Subramanian, kippt jetzt um von der Bank of America und ist jetzt so bullish wie seit 10 Jahren nicht mehr, nachdem die Märkte so stark gestiegen sind, ist das natürlich eine super Leistung. Wir sehen massive Geldflüsse wieder in der letzten Woche hier, vor allem in Single Stocks, also in Einzelaktien oder ETF Inflows. Also alles rein, biggest equity inflows since Oktober, und jetzt scheint ja auch wirklich jeder Depp drin zu sein, auf Deutsch gesagt. Verzeihung, nicht Depp, aber praktisch die Masse ist jetzt drin, vor allem die Privatinvestoren, die extrem bullish geworden sind. Und da sagt der Goldman Sachs, naja, sichert euch zumindest ab. Und man hat 5 Gründe, warum man das den Investoren empfiehlt. Dazu gleich nochmal mehr. Und hier der alte Mike Wilson, der bleibt hartnäckig, so wie ich auch, by the way, und sagt, das ist eine Fake Rally, das ist letztendlich eine Bärenmarkt Rally. Sein Argument vor allem Liquidität. Warum das so sein kann, das werde ich gleich nochmal thematisieren, nämlich vor allem aus der Tatsache heraus, dass ja die Amerikaner jetzt wieder ihr Konto auffüllen, oder das Finanzministerium der USA, und bisher ist das aus diesen Reverse Repo Transaktionen passiert, also zwischen Geldmarktfonds und der Fed, Staatsanleihen, Hinterlegung gegen Geld. Jetzt ist die Frage, das könnte jetzt enden, sodass dann die Bankreserven letztendlich angeknabbert werden. Das würde bedeuten, den Märkten würde Liquidität entzogen. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Und das ist auch ein Punkt, warum ich diese Rallye nicht verstehe. Du kannst risikofrei praktisch mit kurzfristigen Anleihen deine 5% bekommen. Warum willst du mit Aktien, die schon so teuer sind, jetzt noch alles riskieren, statt auf safe eben die 5% zu bekommen und damit die Inflation in den USA ja inzwischen mehr als auszugleichen? Also da stimmt etwas nicht, da passt etwas nicht zusammen, und das wird früher oder später dann auffallen. Und die derzeit euphorisierte KI-Menge, könnte man sagen, die also sagen, KI, 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 ja, da müssen wir kaufen, also alle rein.
Und das bei Bewertungen, hier sehen wir das mal, die sowohl historisch in absoluten Terms als auch in Relative Terms, also absolut wie auch relativ, extrem teuer sind. In jeder Hinsicht eigentlich ist da ein bisschen zu viel passiert auf der Oberseite. Wenn wir jetzt mal die nächsten Tage anschauen, genauer gesagt die nächste Woche, dann ist die saisonal eher schwach. Durchschnittlich minus 0,86%. Hängt damit zusammen, dass die Unternehmen in die Blackout Period kommen. Ende der Woche fast schon 90% der US-Unternehmen in der Blackout Period. Damit entfällt die Nachfrage durch Aktienrückkäufe, ja auch einer der maßgeblichen Treiber für Aktienrallies. Und dieses Rebalance, also die Institutionellen sind sehr, sehr stark in Aktien investiert und haben eine vorgegebene Quote zum Quartalsende zwischen Anleihen und Aktien. Die werden wahrscheinlich dann die Aktienquote reduzieren und mehr in Anleihen gehen. Und schauen wir uns mal hier die ersten Wochen des Jahres 2023 an. Damals hat der Dow Jones zum Beispiel stark gestiegen, also die Value-Aktien. Jetzt sehen wir, dass damals der Index und die Durchschnittsaktien in den USA fast 9% gestiegen war seit Jahresbeginn. Jetzt, knapp ein halbes Jahr später, sehen wir, dass 60% der Aktien seitdem verloren haben, aber nur wenige, vor allem diese sieben Tech-Aktien, eben die ganze Geschichte nach oben halten. Und jetzt sind ja alle so KI-besoffen und die sollten vielleicht mal Roger McNamee sich anhören, einer der Early Investors in Facebook und so weiter, also jemand, der wirklich tech-affin ist und sich da sehr gut auskennt. Und der sagt ja, wie wollt ihr eigentlich mit KI Geld machen? Erklärt mir mal das bitte genau. Das ist ja damals, oder das ist genauso wie damals mit Internet. Oh, hat der Internet gesagt, Internet, mit dem Internet verdient man ja endloses Geld. Es werden einige wenige Geld verdienen. Wahrscheinlich die wenigen Großen werden damit richtig Geld verdienen und die anderen werden verlieren, denn das ist zu kostspielig, sagt hier. Allein wenn du hier versuchst, solche Anwendungen zu optimieren, und nach wie vor ist ChatGPT ja jetzt nicht wirklich die heilige Kuh, muss man sagen, mit der Fehlerhaftigkeit. Wie willst du es denn schaffen, da wirklich mit diesen massiven Investitionen, die notwendig sind, und das bei einem Zins von 5% und mehr, wie willst du das rentabel machen? Das wird extrem schwierig. Eine der ganz seltenen, rationalen, kritischen Stimmen, die in diese Blase hinein mal ein paar Punkte der Vernunft hinein pusten, könnte man sagen. Wir hatten heute einen Artikel, auf den sich Hannes Zipfel bezieht. Das ist natürlich ein Problem für viele Unternehmen. Wenn die Zinsen nicht fallen sollten, so meine Theorie, dann sind natürlich diejenigen, die sich in Nullzinszeiten schön billig verschuldet haben, aber jetzt Anschlussfinanzierungen brauchen, die dann nicht mehr bei 0% sind, sondern eben deutlich höher und die auch keine wirklichen funktionierenden Geschäftsmodelle haben, die sind dann gefährdet. Damit dürften die Insolvenzen deutlich steigen. Nicht insolvent ist sicherlich Volkswagen, aber die Dinge entwickeln sich sehr negativ für Volkswagen. Der neue oder Blume, der Chef, will ja jetzt sozusagen Rendite, will versuchen, die Kosten in den Griff zu kriegen. VW ist in China auf Schrumpfkurs. Man ist dort zwar noch der größte Hersteller, aber die Chinesen wollen jetzt vor allem E-Autos fördern. Da ist eben Volkswagen zwar mit dabei, aber eben nicht so prominent aufgestellt wie Hersteller, die nur E-Autos bauen, BYD und Konsorten. Damit würde Volkswagen weiter ins Hintertreffen geraten und wohl bald nicht mehr der dominante Player in oder der führende Player in China sein, im wichtigsten Markt, in dem man 40% seiner Umsätze erzielt. Und wir sehen, dass überhaupt die Autoindustrie ein richtiges Problem hat. Auch die Zulieferer Allgäuer-Werke müssen jetzt Insolvenz anmelden. Dieter Hund, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, der hatte die Firma vor ein paar Jahren verkauft. Der ehemalige Arbeitgeberpräsident in Österreich ist es Meyer-Meinhof, Verpackungshersteller. Also das ist ja wirklich... Verpackungen braucht man für alles, also das bildet schon die Gesamtwirtschaft sehr, sehr gut ab. Wir hatten die Gewinnwarnung von Lanxess kürzlich, also das deutet darauf hin, dass die Dinge hier schwieriger werden. Die Leute schränken sich schon ein, zum Beispiel im Konsum bei Lebensmitteln. Hier sehen wir, dass Deutschland und Frankreich inflationsbereinigt, geht es da deutlich nach unten mit dem Konsum. Die Leute kaufen billiger und weniger, könnte man sagen. Und die Bank of America sagt, wir sehen jetzt das erste Mal, die Dinge sind
sich wirklich nachhaltig eintrüben für die europäische Konjunktur. Ihr Makroindikator zeigt jetzt ganz klar in Richtung Rezession. Und das, wo alle so besoffen waren mit dem DAX Allzeithoch, war ja angeblich so günstig. Und ja, der DAX ist günstiger. Der DAX ist ein Call auf die Weltwirtschaft und diese Weltwirtschaft hat ein Problem. Das ist der Punkt. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Mein Kollege Wolfgang Müller sagt, die Inflation wird bald tiefer sein. Das wird Fed-Chef Paul in Erklärungsnot bringen. Mal gucken, wie er das erklärt. Ich glaube, er wird das irgendwie schon erklären. Goldman Sachs mit diesen 5 Gründen, warum man sich jetzt absichern sollte, wie hier schon im Video angesprochen. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung. Und das ist meiner These sehr, sehr ähnlich, was André Starke sagt. Die Aktienmärkte liegen falsch. Die sind falsch gepolt und die werden wahrscheinlich im zweiten Halbjahr einen ziemlich hohen Preis dafür bezahlen müssen. Also diese drei Empfehlungen, André Starke, ein absolutes Muss, meine Damen und Herren, das müssen Sie sich reinziehen, um zumindest mal eine Logik zu bekommen, die im Mainstream nicht so wirklich vorhanden ist. Also drei Empfehlungen. Servus, ciao.